Willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Master Duel. Oh ja, wieder richtig. Die Online-Episoden sind immer so weird einfach nur. Kenn ich nicht. Haben wir schon. Kenn ich nicht. Digga, diese Karte geht mir so auf den Sack. Die geht mir so auf den Sack. Die ziehen wir jede fucking Folge. Der geht mir auch langsam richtig auf den Sack. Und der auch. Naja. Digga. Warum so viel Schrott? Warum tust du mir das an? Kenn ich nicht. Obwohl doch, ich glaube den kenne ich. Den habe ich schon mal gesehen, glaube ich. Der sieht cool aus. Kenn ich nicht, aber sieht cool aus. Der Klassiker. Absoluter Klassiker. Haben wir, glaube ich, schon mal gezogen. Kenn ich nicht. Okay, dann sehen wir uns im Online-Modus wieder. So, da werden wir. Was ich traurig finde, es ist jetzt Season 2 und ich bin wieder auf Bronze 1. Das letzte Mal war ich auf Silber. Ach, Menno. Ich mag ihn eigentlich, aber gerade brauche ich den nicht. Aha. Digga. Okay. Ich wette, er hat mehr Defense. Wette ich drauf. Oder auch nicht. Und fucking Blues. Das ist hier. Fucking Blue Eyes. Fucking Blue Eyes. Ich hab. Alter. So kein Bock. So kein Bock. Wieso spielt jeder Kackdepp Blue Eyes? Und also wie gesagt, wie ich letzte Online-Episode auch schon gesagt habe, ich habe ein gewisses Deck in der Mache. Aber mir fehlen einfach noch zu viele Uris und Zzzz. Ach man, und ich weiß nicht, wie ich diese Uris und Zzzz am besten bekomme. Vielleicht schaue ich mir auf YouTube ein Video an, wie man die leichter bekommt. Weil ich brauche mehr einfach. Die Sache ist, Icarus kann ich jetzt. Oh, er ist jetzt erst dran, lol. Ich dachte, es wäre schon sein Zug. Die Sache ist, Icarus. Na gut, ey, wohl, vielleicht spielt jetzt noch eine Karte, dann kann ich Icarus verwenden. Jetzt bräuchte ich aufgegeben. Ich glaube, aufgegeben wäre es in diesem Deck deutlich stärker. Also gegen dieses Deck, meine ich. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Mit Retteres und TK kann ich nicht so leicht erreichen. Ich kann ihn allerhöchstens schwächen mit Gale. Das war wie ein kackblauer weißer Stein, was auch immer. Och du, hör auf. Naja. Gut, was soll's. Kann ich ganz leicht besiegen, dank Gale. Habe ich hier auch in meinem Deck? Weiß ich gar nicht.
noch nicht. Manno. Kann ich jetzt nicht beschwören, leider. Okay, ja, okay, da weiß ich jetzt was. Den da will ich erstmal noch auf dem Feld behalten. Ja. Ich muss gleich Gay loswerden. Oh, das schmerzt immer so sehr. Aber gerade keine andere Wahl. Ja. Und wenn er mich dann angreift mit dem, kann ich Dingsy machen. Wie heißt der? Kalut. Und dann zerstöre ich seinen auch. Das heißt, das ist jetzt nicht so schlimm, dass meine nur 2000 hatten, seine nur seine 2500. Ich habe ja also noch. Ich sag's aber, er hat noch ganz so viele Karten in seiner Hand und ich habe nur den einen. Wie hat er jetzt verbannt? Zwei von den Steinen. Ich will dieses Deck, Baron, ich brauche es so schnell fertig haben, Alter. Nein, scheiße, jetzt kann ich mich nicht mehr wehren. Kacke. Oh, ich will dieses Deck fertig haben, woran ich baue, aber es ist so teuer. Vielleicht können wir in die Kommentare schreiben, wie man schneller an Uris und Sris kommt. Also diese Seltenheitswertungen da. Zerstört werden. Ach du. Ah, okay, gut, gegen Monster. Puh. Ich dachte schon, ich hätte das Insta verloren, aber. Nee. Okay, ja. Okay, jetzt brauche ich was Gutes. Ikarus könnte mir helfen. Gale. Ich weiß nicht, ob Gale mir. Nee, Gale bringt mir in dieser Lage nicht zu viel. Ikarus wäre schon stärker. Ich glaube, der hat gewonnen. Aber wenn er jetzt kein Monster mehr beschwört, überlebe ich den Schlag noch. Gerade so. Ach, mir geht echt die Zeit aus. Dann macht er etwas mehr als 2000 Schaden, aber das. Ja, das belebe ich noch. Gerade so. Wenn er mich jetzt angreift. Ah, fuck. Dreck. Dann habe ich jetzt verloren. Ja, komm, greif mich an. Weil ich, so wie ich verstanden habe, wenn man aufgibt, bekommt man keine Punkte. Aber wenn man verliert, einfach so, dann bekommt man trotzdem Punkte. Ja. Nicht viele, aber mehr als gar keine. Okay. Probieren wir es einfach nochmal. Endlich sehe ich mal ein anderes Deck hier. Was sage ich Deck? Ich meine Spielfeld. Und er hat sogar freiwillig beschlossen, als erster ranzugehen. Geil. Oder Ivek. Ivek hätte ich auch brauchen können, weil er ihn nicht zerstört. Okay, jetzt sieht nach einem Rotäugendeck aus. Solange es nicht blau ist, Alter, ich habe so keinen Bock auf blau. Mir ist so die Lust dran vergangen. Vielleicht wollte er es deshalb als erstes spielen, damit er den ohne Gefahr beschwören kann, weil der nicht angreifen kann. Das Lustige ist, er kann jetzt. Da baue ich bestimmt eine fette Armee auf und damit Spielkraft will ich hier komplett niederreißen. Ja, solange er nicht Thunwelt besitzt. Okay. Jo, ich habe hier ganz viele Fallen. Ganz viele schöne Fallen. Na, aufkommen. Hallo. Ach so. Ja.
Frage ist, wen soll. Ich glaube, der. Ja, den muss ich als erstes angreifen. Der ist am gefährlichsten. Die anderen beiden sind nicht so wichtig. Ja, fein. Kommt er halt mehr. Ja. Dann kann ich mir eigentlich holen. Komm. Okay, ja, mein Liebling. Okay. Jo. Ah, ich hätte vielleicht zuerst. Ja, ich hätte zuerst die Synchro-Beschwörung machen sollen. Andererseits, warum dann wieder eine Karte durch Max Ziel, glaube ich. Ich lasse es erstmal so. Ich habe ja drei Fallenkarten, die mich beschützen. Es sei denn, dieser Hanswurst spielt den Tapien Flederwisch. Dann sind die alle weg. Na, jetzt holt er sich Thunwelt. Thun Königreich ist aber nicht Thunwelt. Achso, doch. Ist Thunwelt. Kann ich nicht als Ziel für Karteneffekte wählen? Ah, das ist blöd. Nicht als Ziel. Kannst du das für jedes der Monster. Ah, okay, das ist. Ha. Interessant. Das heißt, wenn ich die Spiegelkraft benutze, fehlt das dann? Ich hoffe mal. Ich meine, ich visiere ihn ja so direkt nicht an. Oder bin ich dumm? Ah, okay, jetzt verbannt er eine Karte dafür. Ja, okay. Kontrolliert, ob ich kaufe Karten verstört wurden. Würden, kann ich das nehmen. Aber. Stopp. Scheiße, das habe ich nicht gesehen, was er macht. E-Back. Ja, ich kann ihn nicht anvisieren, so wie ich verstanden habe. Ja, also bringt mir das gar nichts. Ah, er hat Spiegelkraft weggetan. Ach, verdammte Scheiße. Spiegelkraft hätte ich jetzt gebraucht. Ja, okay. Und deshalb. Ah, okay. Ja. Ruf einmal diese Karte auf, übernimm die Kontrolle darüber. Mann, was ist heute los? Verliere ein Duell nach dem anderen. Aua. Ich habe noch 100 danach. Ach, der, weil er den Effekt benutzt hat, darf ich nicht angreifen. Ja, kannst du einen Würfel verwenden? Okay, ja. Die Sache ist, mein aufgegebener Deck hätte jetzt auch nur schlechte Chancen hier, weil sie auch Karten anvisiert. Wie können die Karteneffekte zerstört werden? Okay, gut, aber der ist nicht so gefährlich, kann mich nicht direkt angreifen oder sowas. Ich glaube, das brauche ich jetzt ganz dringend. Die weg nehme ich auch. Ja, sowas. Kriegst du erst 500 Schaden, aber was soll's. Ah, ich darf ihn ja nicht auswählen. Ach, bin ich behindert. Naja. Ja. Ich nehme wieder meinen Liebling, was soll's. Aber ich weiß nicht, ob das gerade so klug war. Wenn der jetzt angreift. Scheiße. Jetzt brauche ich zwischen Raum Zeit davon. Wieso kriege ich nie die Karten, die ich gerade brauche? Ich habe die letzte Folge von dem Deck geschwärmt. Dass mir immer die Karten gibt, die ich brauche. Und jetzt gibt er mir überhaupt nicht das, was ich brauche. Mann, no. Aber was ist mit Season 2 los? Season 1 war so easy peasy. Und jetzt Season 2 hier. Ich glaube, ich habe einen Plan, wie ich den besiegen kann. Mein Plan ist es, dass wenn dann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, aktiviere ich zuerst Ivek, visiere ihn aus, genau, das würde ja normalerweise nicht klappen, aber danach verkette ich das mit Ikarus und zerstöre dann, was hat er gemacht? Füge deinem Gegner Schaden, höhe deine Kreis auf den Monsters zu. Oh oh. Okay, jetzt würde ich mich direkt angreifen.
Aber ich kann keine Zeit. Ah, ich hab verloren. Oh, fuck. Ich mach zuerst E weg. Ich probier's einfach mal. Ah, ich darf ihn nicht auswählen. Ich hab verloren. Ich probier's noch einmal, aber diesmal kehre ich zurück zu aufgegeben. Willst du mich verarschen? Warum? Ich will ein Duell wenigstens gewinnen. Ein Duell will ich heute gewinnen. So, was hier passiert ist, meine Aufnahme ist währenddessen mal wieder abgebrochen. Aber ich habe das Duell zum Glück gespeichert. Das heißt, dieses wird jetzt diesmal ein bisschen anders. Ich nehme jetzt sozusagen die Rolle des Kommentators ein. Also das heißt, was ihr gerade seht auf dem Bildschirm, ich mache nichts. Das ist alles abgespielt. Aber ja, also das Duell hat zuerst recht, ja, simpel begonnen. Vielleicht mache ich das mit jedem Duell so, weil es geht halt deutlich schneller, weil wir werden so Denkphasen und so übersprungen. Das hilft mir dann auch beim Cutten später. Ja, das ist eigentlich richtig gut sogar. Ich glaube, ich speichere ab sofort jedes Duell. Ja, da lege ich die Magie wieder auf den Friedhof, damit ich ihn wieder zurückholen kann, falls mein Aufgegeben zerstört wird. Da haben wir ihn aufgegeben. Da benutze ich den Kaiju dafür. Und ich habe damals schon gewusst, dass es nicht vielleicht schon zu früh ist, den Kaiju zu benutzen, weil das ist so mein einziger Joker. Und ja, wie sich später herausstellen wird, war das wirklich viel zu früh eingesetzt. Kakarei Geki, ey. Und das habe ich gemeint mit Magia, dass er jetzt immer wieder zurückkommt. Da habe ich beschlossen, die Spielfeldkarte zu zerstören, weil die sehr gefährlich war. Ich weiß, mit 1200 anzugreifen ist sehr, sehr risky, aber ich wollte, dass er mich angreift, damit ich ihn meinen aufgegeben wieder zurückholen konnte. Das war sozusagen Köder. Und da hat er jetzt mal seine Shenanigans begonnen. Utopia! Die Karte da, ich zeige sie gleich in genauerem Detail. Nicht die, gleich. Jetzt mache ich noch mehr krasses Zeugs. Ihr werdet gleich sehen, was da vorhat. Also. So, Pause. So, perfekt. Die Karte hier, die war mein Problem, weil hier steht, solange du aufgerüstet bla 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 bla, kann dein Gegner das Monster nicht für Karteneffekte auswählen. Das heißt, das hat sozusagen schon ein ganzes Ding zerstört. Und ja, die ATK, die ihr da aufsammelt, sind auch schon ordentlich. Ja, das hat jetzt ordentlich wehgetan. Ja, jetzt bin ich da dran, aber ich kann nicht viel machen, weil wie gesagt, er ist gegen Ausrüstung, gegen Karteneffekte geschützt. Utopia! Ich glaube, es hat er nur zum Flexen gemacht, diese 9700 ATKs macht er nur zum Flexen. Aber wie ihr seht, er kommt nicht durch meine Verteidigung durch. Das stört jetzt auch mit irgendwelchen Zisch-Effekt, aber ich hole immer wieder meine Sachen zurück. Ich lupe da immer wieder durch. Der kommt da nicht durch. Hier war ich so fies und konnte den Utopia übernehmen, weil der war ja nicht geschützt vom Ausrüstungseffekt. Das war ja nur, das ist ja nur die Karte, weil nur die ausgerüstet ist mit dem Typi, aber nicht der Utopia. Das fand ich sehr risky, was ich ja gemacht habe. Den 1000 Euro gegen zu holen, dafür meine Verteidigung zu schwächen. Meine Gedanke war, wenn der ja offen auf dem Feld liegt, kann der nicht mehr angreifen. So. Aber irgendwo ein Effekt, den ich selbst noch nicht gefunden habe, annulliert das.
Aber weil ich jetzt meine Aufgegeben geholt habe, kommt jetzt auch der Illusionist zurück. So, da, deshalb darf ich mich angreifen. Und jetzt wäre ich ordentlich im Arsch gewesen, wenn mein Magier nicht auf dem Friedhof wäre. Und jetzt baue ich mir wie die Verteidigung auf. Wie, was für Effekte der da benutzt, aber der checkt ein. Der hat einfach mein Deck nicht so ganz kapiert, glaube ich. Weil er immer wieder versucht, es zu annullieren, aber dafür müssen die Karten auf dem Feld liegen. Und ich habe sie immer vom Friedhof aus aktiviert. So, stopp, Pause. Gleich. Die krasse Animation vorbei ist. So, Pause bitte. Pause, Digga. So. Puh, geht aber ganz schön schnell hier. Der hat eben sein Todesurteil gemacht, als er die Karte beschworen hat und nicht mehr als Ausrüstungskarte verwendet hat. Das heißt, das ist sein Todesurteil, weil jetzt ist die Karte nicht mehr vor Effekten, also von meinen Monster-Effekten geschützt. Und das seht ihr jetzt direkt das erste, was ich gemacht habe. Zack, so meiner, Pech. Dein ultra krasses Monster, was du dir so lange aufgebaut hast, meiner. Und weil der jetzt so ziemlich alle Effekte verloren hat, jetzt habe ich auch die Karte zerstört, weil die mich so brutal genervt hat. Weil er jetzt alle Effekte zerstört hat, verloren hat, konnte ich jetzt auch meine Karten hier in Angriff spielen. Weil, wie gesagt, mein tausendäugiges Opfer beschützt mich. So, Pause. Und da ist in der Battlephase gegangen. Wie im letzten Online-Duell auch. Die Leute lesen sich nicht meinen Karteneffekt durch. Das steht sogar im allerersten Satz. Aber hat er sich nicht durchgelesen und jetzt fragt er sich, hä, warum kann ich nicht angreifen? Da hätte ich doch das Duell gewonnen. Wieso geht das nicht? Da, und jetzt wechselt er die Main-Phase 2. Und auch deshalb ist jetzt mir wieder freie Bahn geschenkt. Jetzt mache ich wieder das, übernehme den und gewinne. Ich habe wieder gegen den Chinesen gewonnen. Ich habe jedes Duell heute verloren gegen Nicht-Chinesen, aber das Duell gegen den Chinesen habe ich gewonnen. Und noch ist es ziemlich spektakulär, würde ich sogar sagen. Ich muss sogar sagen, also auch wie beim letzten Mal, ich habe nicht gedacht, dass ich das gewinnen werde. Und das habe ich am Ende gewonnen. Puh. Krass, das war wieder ein krasses Spiel. Ich würde sagen, wie beim letzten Mal auch, belohnen wir uns diesmal. Springe ich. Okay, dann schauen wir mal. Sieht für mich alles nach Schrott aus. Beziehungsweise Karten, die ich verwerten kann. Wow, von wie viele? Das in einem Pack sind ja 8 Karten und mal 10, also 80. 80 Karten. Und davon waren nur 4 Uhr. Ist das irgendwie... Das ist ein schlechtes Game Design. Sorry, aber das ist halt so. Ich stehe auf Herold. Ich will Herold aufmachen. Ich will ihn bekommen. Yes, wir haben ihn bekommen. Fuck yeah. Fuck yeah, wir haben ihn bekommen. Yes. Verdient, Alter. Fucking verdient. Megalith Ophiel. Kennen wir ja. Dann war es mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Kritik gerne in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Folge. Und bis dahin, tschüss. Thank you.